Ich weiß nicht, wie weit ihr eure Diskussion irgendwie plant oder so, aber ich möchte mal gerne was einwerfen, was ich jetzt gerade erst heute oder gestern gelesen habe. Ja? Und so, geht das hier ab oder wollen wir geradeaus? Geradeaus. Es geht erst dann einfach erstmal geradeaus weiter, bis was anderes kommt. Gut, okay. Nur so als Frage. Okay, und zwar habe ich heute gelesen, dass, also, beziehungsweise, die Sache war die, ich habe schon viele Leute gehört, einschließlich jemand aus meiner Familie, die gesagt haben, wie kann es sein, dass teilweise Kriegsflüchtlinge, die absolut nichts mehr haben, hierher kommen und das Erste, was sie machen vor einem Flüchtlingsheim, vor ihrem Smartphone sitzen. Und Facebook, Twitter, E-Mails, wie auch immer, kontrollieren. Den Artikel, den ich heute gelesen habe, sehr interessant, hat das Symbol sozusagen dahinter. Wie kann es sein, dass diese Personen ein Smartphone haben? Und zwar ist es so, Smartphones haben in anderen Ländern einen völlig anderen Stellenwert. Ja. Und zwar diesen, das ist kein Luxusgut, sondern es ist notwendig mittlerweile. Genau, da, weil um mit der Familie noch den Kontakt zu halten. Genau. Beziehungsweise auch Internet ist für die eine völlig andere Situation geworden. Die meisten Menschen haben mit mobilen Daten das erste Mal in ihrem Leben überhaupt Internet. Mhm. Und dementsprechend sind diese Personen darauf so angewiesen, um ihren Familien zu sagen, ja, ich bin heil in Deutschland ja, ich versuche euch so schnell wie möglich Geld zuzukommen lassen oder andere Hilfe. Mhm. Das ist tatsächlich für die das Wichtigste. Und auch so etwas über Facebook, WhatsApp und so, das ist nämlich das Günstige daran. Wenn wir einfach nur Datenpakete kaufen und nicht teuer Roaming-Gebühren zum Telefonieren zahlen. Eben. Ja. Geht vor uns allem auch. Lass mich nur kurz noch was dazu sagen. Und zwar, diese Handys haben die sich nicht gekauft. Nein, das sind Altgeräte. Das sind alles Altgeräte, weil unsere Smartphones, ich habe diesen Artikel auch übrigens gelesen, die Handys werden gespendet. So, die kaufen die sich nicht extra. So, und in Afrika oder in Syrien meinetwegen, die sind ganz andere Preise als hier in Deutschland. Genau. Ich glaub, das ist Handy deutlich billiger als bei uns. Ja? Die sind auch deutlich abgespeckt, die Varianten. Ja. So, das andere ist das reine Vorurteil von wegen, der hat ein Smartphone, der hat ja so viel Geld. Das ist absoluter Blödsinn. Abgesehen davon, jetzt mal ganz im Ernst, Leute, was ist das Erste, wenn er irgendwie verreist jetzt und der ein Familienmensch ist? Und ich weiß, dass es bei den meisten, gerade aus dem afrikanischen Raum, ja noch viel stärker verankert ist, das mit der Familie. Ah? Ja? Meldet was sich zu Hause. Was ist denn das Erste, was man machen will? Man will sich zu Hause melden, verdammte Scheiße. Ich kann das doch. Das ist doch nur menschlich. Eben. Da sind wir eigentlich schon wieder am Anfang. Thema. Und wo wir wieder bei unserem Hauptgrundthema sind, danke übrigens für diesen Einwurf, weil da habe ich, war jetzt am Überlegen gewesen, nehme ich es noch rein, weil meine Agenda ist schon sehr voll gewesen, aber das hat jetzt offen gestanden ganz genau reingepasst. Dankeschön. Tada! Na, also da muss ich wirklich sagen, Dankeschön. Ja, aber wie gesagt, ich habe auch von anderen, wo wir gerade bei Facebook waren, ja, da hat sich ein Schweizer Jugendlicher, der bei Porsche in der Ausbildung ist, nicht gerade nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Weil er hat auf Facebook einen absolut indiskutablen Post geleistet, den hat sein Arbeitgeber gesehen. Ja, und die logischste Konsequenz aus diesem Blogpost war einfach gewesen, ja, der junge Mann hat die Kündigung mit sofortiger Wirkung gekriegt. Kann man kurz hören, was der geschrieben hat, der junge Mann? Also, ich hab jetzt den Wortlauf, es wird einspurig. Wenn mir der Trüffel dabei weiterhilft, dass er sich mal kurz in die Linkliste mal bitte reinguckt. Ich kann mich aber noch daran erinnern, ich glaube, der hat wirklich sowas geschrieben, früher werden die Schweine, glaube ich, verlassen worden oder sowas, stand damit drin. Es geht rechts um.
Also es war schon hart an der Grenze, was er da geschrieben hat. Und dann Porsche dann auch in der Begründung der Kündigung ganz klar reingeschrieben: Entschuldigung, solche Äußerungen sind mit den Werten, die dieses Unternehmen repräsentieren will, nicht vereinbar. Was, also im Endeffekt haben sie ihm damit dann auch war klar, er darf gehen. Ja. Nicht er darf, er muss. Also in dem Fall, er darf. Die Links sind in der Eingangshalle im Dateibrowser. Die Links, okay. Eine Dame, da habe ich auch den Link dazu hingesetzt. Da müsstest du mal gucken, ob du den da drin findest. Also ich kann mich halt, wie gesagt, ich kann mich grob daran erinnern, das ist eigentlich eine Sache, die möchte ich überhaupt nicht zitieren. Also das war so unter aller Kanone, was der Typ geschrieben hatte. Ja. Das will man eigentlich nicht zitieren. Also ich tue mich da auch schwer. Aber gerade in den sozialen Medien nochmal das Kommentar von der netten Dame von Panorama, die das bei den Tagesthemen gesagt hat, inzwischen ist es so, dass viele Leute schon gar nicht mehr unter Nicknames und ne, es wird anonym irgendwie das sagen, sondern es schon wirklich als Person sagen, ja, ich bin jetzt rechts. Nein, ich bin gar nicht rechts. Ich habe nur was gegen Flüchtlinge. Ja. Ich finde, auch um auf das Thema mal zurückzukommen, Til Schweiger hat einen Shitstorm für die Nummer bekommen, dass er klar Flüchtlinge unterstützt. Da muss man sich mal überlegen, bitte. Und das wirklich auch teilweise mit Klarnamen, wie du gerade schon sagtest, ne? Also nicht mehr, dass sie irgendwie sich einen Facebook-Account eingerichtet haben unter irgendeinem Pseudonym oder irgendeinem Scheiß. Nö, die machen das völlig unter ihrem echten Namen, ne? Rote Ampel haben wir gesagt, ignorieren wir, ne? Aber das wird jetzt einspurig, das heißt... Die ignorieren wir nicht. Aber es wird gerade grün. Dann... Wenn der ganze Zug hinter mir durchkommt, dann passt das, aber irgendwie... Tut mir leid, ich bin den Berg nicht hochgekommen. Okay, also ein bisschen Dampf rausnehmen. Nö, passt schon. Ich hau nur Dampf raus. Ja, ich sehe jetzt hinter mir einen, okay? Ja, das funktioniert hier. Ja, hinter dir ist der Darcy, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe noch. Ja, der müsste. Ich glaube, hinter mir habe ich nur noch Strobo. Jupp. Strobo ist ja auch schlussrecht. Ich müsste eigentlich auch schon mal längst irgendwo abgefahren sein, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ist mir gerade auch total egal. Genau. Ich müsste eigentlich, ich fahre in die komplett andere Richtung, aber das ist mir auch egal. Weil wir hatten ja angekündigt, der Stream geht, oder vielmehr der Konvoi geht an sich, bis wir als Stock, also machen wir ihn bis wir als Stock. Außerdem ist das Thema gerade so interessant. Es ist doch, also wenn ich jetzt einfach irgendwo jetzt abfahre und sage, okay, müssen wir eben abladen. Oder? Richtig. Was sagt ihr mir jetzt? Nein, also ich finde das... ich finde das erschreckend, die Entwicklung in den sozialen Medien. Also ich habe auch das Gefühl, die Leute haben einfach viel weniger Hemmung, das zu schreiben, was sie eigentlich wirklich denken. Ja. Und das finde ich daran viel erschreckender. Weißt du, wie man das nennt? Schlimmer ist ja, was die Leute denken. Wie nennt man das denn? Die haben Eier. Ach. Denken nee, sie. Sie tun sich leichter damit. Das ist einfach so. Ich glaube, sie haben weniger Skrupel, dass bei die Facebook. Die Hemmschwelle ist länger. Ja, eben. Weil ja, meine ich ist doch. Ja, im Internet ist ja eigentlich anonym. Naja, das ist schon anonym. Ja, frag aber mal, soweit denken die Leute dann in dem Google Moment. Oder die NSA. Ja, bei Google so. Kitty Design, da findest du mich sofort. Auch mit deiner persönlichen Hausanschrift? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich hab dich gerade gegoogelt, also ich finde dich nicht. Hast du das denn auch richtig geschrieben? Mit großem K. Ist das nicht bei Suchanfragen bei Google egal? Nein, nicht bei meinem Namen, komischerweise. Nein. Hab ich nämlich auch schon versucht. Da kam ich auf meinen YouTube-Kanal, mein Facebook, alles. Was, ein YouTube-Kanal? Ja, zwangsweise. Wenn du ein Android-Handy hast, hast du auch Google, YouTube. So, und Google Plus. Rechts, links, wir müssen geradeaus. Nach links. Ach. Dass die Ampel ausgeschaltet ist, ne? Lublin. Gehen wir auf 60 zurück oder machen wir jetzt? Ja, würde ich jetzt erst was sagen, damit alle aufschließen.
Weil Darcy sehe ich jetzt noch ganz weit hinten im Rückspiegel. Ja, hier sind wir aber noch. Recht nah bei dir. Recht nah, okay. Ja, ja, das, die Rückspiegel täuschen in dem Spiel. Ja, ich weiß. Ja, ist uns schon ganz oft aufgefallen, mal überholen. Wenn wir im Konvoi gefahren sind und uns mal spaßeshalber gegenseitig überholt haben. Aha. Und dann der Spyro dann plötzlich richtig angefangen hat zu fluchen. Aus welchen, aus mir absolut unerfindlichen Gründen. Alles gut. Und es wird einspurig. So. Lass mich raten. Ja, immer die rechte Spur weg. Ja, klar. Natürlich. Hallo, wir sind nicht in England. Oder in Großbritannien, Entschuldigung. Ich kenn's oft genug, dass sie in Deutschland holen sie normalerweise immer die linke Spur weg. Ja. Aber was auch ein Zeichen für... Darcy hatte vorhin was gesagt, was unmenschlich für ihn eigentlich gar kein Begriff ist. Habe ich... War auch richtig gewesen, ne? Ja. Was unmenschlich definitiv ist, und zwar, wir hatten mal jetzt am vergangenen Samstag, also heute, ja, der 12., der 12.8., und der, ich glaube, am 8. war das Spiel MSV Duisburg gegen FC Schalke 04 im Pokal. Und da haben die MSV-Fans, auch wenn man sie eigentlich nicht als Fans bezeichnen mag. Es war auch nur eine kleine Gruppe. Das hat man im Nachhinein rausgelegt. Gott sei Dank nur eine ganz kleine Gruppe gewesen. Hat ein Banner entrollt, wovon der MSV Duisburg allerdings wusste. Das hat man im Nachhinein rausgefunden. Das war Busthema auf der Westen.de. Link ist in der Beschreibung. Wo dann draufsteht, ist fast wie 2011. Nur Rudi kann sich nicht mehr erinnern. So, und da wird auf Rudi Assauer angespielt, der an Demenz erkrankt ist. Nein, Alzheimer. Ist Demenz. Rudi Assauer ist Alzheimer erkrankt. Das ist Demenz. Stopp. Er kann sich nicht an diese Dinge erinnern. Ja, Demenz stirbt nicht zwangsläufig. An Alzheimer kannst du sterben. Du bist in der Krankenhaus, du bist im Pflegebereich. Ja. Alzheimer ist dement. Nein, es sind zwei verschiedene Krankheiten mit ähnlichen Symptomen. Wenn du jetzt die Person nur betrachtest, haben beide das gleiche Symptom. Sie kommen mit ihrem Leben nicht mehr zurecht, weil sie eben nicht mehr wissen, was ist. Sie erinnern sich an ihre Tochter, an ihren Sohn, an ihren Ehemann, Ehefrau nicht mehr. Oder nur noch schemenhaft. Ab und zu mal kommt dann so ein Lichtblitz. Sind ähnliche Krankheiten, haben aber andere Ursachen und andere Auswirkungen. Ah, okay, danke schön. War das nicht, dass bei einer davon die Gehirnzellen zurückgebaut werden? Also sich zurückbilden? Ja. Das ist meines Wissens bei Alzheimer, glaube ich, ne? Und bei Demenz ist das so, dass sie einfach nicht mehr so funktionieren, wie es eigentlich sollte. Ja. Ja, man könnte das jetzt komplett ausweiten, aber dann haben wir jetzt den Konvoi nur noch da drüber. Das war jetzt halt die Kurzversion, aber die soweit eigentlich schon das widerspricht. Ja, ne? Ja, du kannst einfach sagen, von der Auswirkung für die Umwelt sind beide Krankheiten ähnlich. Ja, das ist richtig. Okay. Ja, ich habe beim Erfahrung. Also, deswegen. Wie gesagt, und dieser Banner, den die MSV-Gruppe da aufgehängt hat, der ist meiner persönlichen Meinung nach absolut unmenschlich. Weil da wird sich quasi über eine Krankheit einer Person drüber lustig gemacht. Das finde ich persönlich halt absolut unmenschlich, weil es geht gezielt gegen eine ganz spezielle Person, die einen Krankheitsverlauf hat. Mhm. So. Und in dem Moment muss ich dann auch leider sagen, doch, den Begriff gibt es dann leider schon. Nee, das ist nicht unmenschlich, ja? Weil, wie gesagt, für mich gibt es das Wort unmenschlich nicht. Unmenschlich kann jemand sein, Massenmörder oder sowas, ja. Oder im Zweiten Weltkrieg die Leute, die... Ich bin dazu, merken, ich habe einen Pink über 1000. Okay. Jo. Die zum Beispiel wirklich hergegangen sind und jüdische Mitmenschen vergast haben und so, das sind Unmenschen. Aber das da sind keine Unmenschen, das sind nur Schwachköpfe.
Also für mich sind das Schwache, weil die wissen nicht, was sie da wirklich tun und reiten irgendeinen Demelak, der vorne vorreitet, hinterher und machen das mit, obwohl sie eigentlich vielleicht gar nicht genau den Hintergrund wissen, warum oder weshalb oder so, sondern einfach mitmachen. Aber das hat nach meiner Meinung nichts mit Unmenschlichkeit zu tun, das hat einfach nur mit Dämlichkeit zu tun. Das hat für mich teilweise auch was mit Unwissenheit zu tun. Ja, Unwissenheit sich, auch sich noch. Sich über jemanden, und ich spreche da halt jetzt nicht mit Alzheimer, halt mit Demenz, auch aus Erfahrung, ja? 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 Ich habe das Glück, dass mein Großvater halt noch lebt, aber der ist halt an Demenz erkrankt. Hm? Sprich, ich weiß ganz genau, wie scheiße das ist. Darüber macht man sich einfach nicht lustig. Das ist einfach meine persönliche Meinung. Aber das ist, hat nichts mit unmenschlich zu tun, weil... Das ist für mich Unwissenheit damit, und Dummheit. Ja, Dummheit so. Und Unwissenheit und Schwachkopf. Aber das ist nicht unmenschlich, weil du kannst nicht so einen, der so einen Banner hinhält, weil er es eben nicht besser weiß oder dämlich halt ist, den kannst du nicht auf die Stufe mit einem Hitler oder sonst oder Goebbels oder so stellen, weil das sind ja doch unterschiedliche Kaliber dann. Und Hardcore-Serienmördern. Oder sadistische Serienmörder oder sowas. Ja. Das sind Unmenschen, weil die haben ihre Menschlichkeit komplett verloren. Die, die du jetzt gerade meintest, haben ihre Menschlichkeit nicht verloren, sondern die suchen einfach nur ein Opfer, um selbst sich besser zu fühlen. Ich wollte gerade sagen, die machen einen Witz auf Kosten von anderen Personen. Aber das machen aber viele. Da müsstest du viele Komiker im Fernsehen auch als Unmenschen bezeichnen, die sich über Randgruppen lustig machen oder so. Deshalb sage ich ja, dieses Wort unmenschlich gibt es nach meiner Definierung nicht im Allgemeinen, sondern wirklich nur für extreme Fälle. Aber das ist meine persönliche Einstellung. Meinung muss ja keiner teilen oder derselben sein. Okay. Ja, also wie gesagt, also ich persönlich fand es halt doch sehr herabwürdigend und auch wirklich sehr, 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 sehr traurig, dass Menschen... Asozial ist es halt. Ja, es geht übrigens immer geradeaus weiter. Das ist auch ein Plakat, was ich ungern gesehen habe. Ich habe aber auch ganz ungern, ich sag's jetzt einfach, ich bin halt BVB-Fan, ja. Ich habe auch in der letzten Saison ganz viele Sachen, die auch von Dortmunder Fans oder es war letzte Saison oder vor der Saison, mit dem Bengalo-Wurf da in der Schalke-Arena, ey. War denn nicht gestern wieder ein Fußballspiel abgebrochen worden, weil ein Schiedsrichter mit dem Feuerzeug gefunden wurde? Ja, das ist genau so eine Nummer. Mhm, also, es steht übrigens links weiter. Das sind alles solche Nummern. Ich bin da überhaupt gar kein Freund von, ja? Mhm. Ich habe es leider einmal live erleben müssen. Das war, ist schon etwas länger her, das war Europa League. Mhm. In Dortmund gegen, ich glaube, Paris Saint-Germain. Als sie noch nicht so viel Kohle hatten halt, ne? Da haben echt Pariser Fans es geschafft, dass die Polizei und die Ordner gesagt haben, Leute, ihr müsst... Ich saß ganz normal auf dem Sitzplatz, auf dem ich immer sitze mittlerweile, ja? Ich hatte auch früher meine Südtribünen-Stehkarte, die habe ich übrigens abgegeben, weil es mir irgendwann zu asozial auf der Tribüne wurde, was auch viel mit gewissen Geschichten zu tun hat, die wir schon besprochen haben. Ja, da mussten wir unsere Plätze verlassen, weil die Fans von Paris Saint-Germain, die hatten alle eine Karte, ist kein Problem. Die wollten nur nicht da sitzen, wo sie hin sollten. Hm? Sprich, die haben einfach mal kurz nach Spielbeginn die Ordnerblockade am Eingang gebrochen. Ja. Und sind dann hochgestimmt und wollten auf unseren Block. Und Böllerwürfe hat man schon ganz weit vorher gehört, ne? Und das ging dann im Spiel auch fröhlich so weiter. Also da frage ich mich auch, das hat doch nichts mit Fußball zu tun, Leute, ey. Das ist halt, ich bin ja kein Fußballfan und ich mag Fußball nicht und ich mag schon gar nicht Fußballfans, weil das sind keine Fans, nach meiner Meinung heutzutage mehr. Das sind auch keine Fans, nein, das ist für mich auch nicht. Das ist ein Sammelbecken, um andere Leute fertig zu machen, zu verprügeln, zu schlagen und so. Ich habe früher in der Düsseldorfer Uniklinik eine Zeit lang gearbeitet und es war immer die Katastrophe am Wochenende, wenn Fortuna am Spielen war. Ja.
das Schlimmste, was ich mal hatte, das war ein Mann, der eingeliefert worden ist. Der war mit seinen zwei Söhnen zum Fußballspiel unterwegs, zum Stadion, in der Straßenbahn, damals war es ja noch Straßenbahn, und war da unterwegs. Und seine Söhne, ich weiß nicht, gegen was die gespielt haben, ich glaube gegen Werder Bremen, die hatten auf jeden Fall Schal, waren Fans nicht von Fortuna, sondern von, sagen wir jetzt, Werder Bremen. Aber in der Bahn waren halt Fortuna-Fans. So, und haben dann die Söhne angemacht und rumgeschubst und so. Und wie halt ein Vater halt ist, er steht natürlich zu seinen Söhnen und versucht, die zu schützen. Ist ja auch logisch. Ja, dann haben sie den einfach mal eben im Namen des Fußballs zusammengeschlagen und haben immer schön dabei geschrien, du scheiß Bremen-Fan oder was du da bist, nur Fortuna ist einzigartig und nur Fortuna ist gut. So, und da muss ich sagen, deshalb mag ich Fußball nicht. Mhm. Weil für mich ist das eine Sammelgruppe von Asozialen. Ich gebe dir da vollkommen recht, das ist ja auch, deswegen, ich habe gerade gesagt, ich habe deswegen keine Stehplatzkarte mehr, zum Beispiel. Wie gesagt, du kannst doch heutzutage als richtiger Fußballfan, wenn du wirklich, sagen wir mal, einen Sohn hast oder so, wie vielleicht noch in den 60er oder 70er Jahren, du kannst doch mit deinem Sohn heutzutage nicht ins Fußballstadion gehen. Im Stadion vielleicht, weil da ist alles geordnet, aber auf dem Weg dahin musst du dich dermaßen in Acht nehmen vor diesen Hooligans und Radikalen. Ich sag jetzt mal so, den Weg, den ich ins Stadion hab, der ist da relativ angenehm noch, ja? Also, würde ich sogar, ganz ehrlich, ich würde es sogar machen. Hätte ich auch keine Probleme mit oder auch keine schwierigen Bedenken. Wobei ich dir allerdings, und da gebe ich dir sehr wohl recht, ich habe auch schon positive Erfahrungen gemacht. Möchte ich mir auch nochmal kurz ansprechen. Ja. Ich habe es einmal negativ erlebt. Das war, sind wir mit ein paar Jungs, da hatten wir noch unsere Süddauer-Karten auch, nach Bochum gefahren. Mhm. Hatten halt Karten für das Auswärtsspiel in Bochum noch irgendwie durch Zufall gekriegt. Die Stimmung in dem Sonderzug, da gebe ich ehrlich zu, hat mir gar nicht gefallen. Die Bullen haben im Nachhinein, als wir dann in Dortmund nach dem Spiel wieder ankamen, ich glaube 10 Leute wegen Volksverhetzung direkt mal verhaftet. Das wird damals Stimmung in so einem Sonderzug. Wie es heute ist. Ist heute nicht anders. Ich wollte gerade sagen, es war vor. Moment, wie alt bin ich jetzt? 32, vor 16 Jahren. Muss ich auch fairerweise dazu sagen. Ja, also das ist auch schon bei mir ewig her. Ja, das hatte ich auch letztes Jahr, war das. Da war, glaube ich, Dortmund-Schalke-Spiel. Okay. Da bin ich nach Gelsenkirchen gefahren. Genau das Gleiche. Du hast dann richtig nur so was gehört. Und ich fand das wirklich unangenehm im Zug. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Dann habe ich mir auch noch beschlossen, scheiß drauf, fährst du wann anders nach Gelsenkirchen. Also weil ich fand das echt scheiße. Ich habe es einmal auch jetzt, um mal das Positive auch, was bei so einem, und wir wissen alle, dass Dortmund-Schalke nicht gerade das auch für die Kinder eigentlich das angenehmste Derby ist. Ich sehe hier gerade, hier ist ein Parkplatz. Sind alle aufgeschlossen? Ja. Alles gut. Oh, okay. Ich habe noch was Positives erlebt. Vielleicht lag es aber auch daran, dass wir als Gruppe Dortmund-Fans gefahren sind, aber es waren alles halt, wir haben durch Zufall irgendwie 10 oder 12 Karten gekriegt. Meine Eltern hat mich dann damals mitgenommen. Da war aber auch schon die Arena gebaut, also halt diese Turnhalle da. Ich mag das Scheiben. Meinst du, Feldins Arena auf Scheiben? Ja, ich mag die. Also ohne jetzt irgendwie zu nahe zu kommen. Ich mag dieses Stadion und Architektur als Fußballstadion her einfach nicht. Es ist ja, sieht schon komisch aus. Nicht, dass sie komisch aussieht. Es ist anstrengend für die Ohren. Das muss ich ehrlich sagen, es ist echt anstrengend für die Ohren da drin. Also, das ist eigentlich der einzige Grund. Wir hatten, wie gesagt, das war ganz normal, und die hatten auch irgendwie ein Mädel mit, also halt aus der Familie, die war Schalke-Fan. Ich weiß nicht, ob es unser Glück war, dass wir nicht weiter angepöbelt wurden. Natürlich musste sie ja solche Standardsprüche drücken, hast du gedrückt gekriegt, wie, da wir. Kommt jetzt eine Kreuzung und wir fahren links, wir fahren rechts weiter. Wie hältst du das eigentlich mit so vielen Dortmund-Fans aus?
Ja, also das waren dann so eher noch die lustigen Sachen. Natürlich gab es dann manchmal ein paar böse Beschimpfungen, aber allen im allem, muss ich sagen, hatten sich da dann wirklich alle richtig vernünftig benommen. Auf der Rückfahrt. Ich glaube, das Spiel ja, ist ja solange es lustig ist, ist es ja auch alles kein Problem. Es war noch lustig, das war halt dieses, ja. Das, ich habe auch als Dortmunder ganz lange, ich meine, die anderen vier wissen das ja, oder ja, vier wissen das ja auch. Ich habe ja als Dortmunder jetzt eine ganze Zeit auch in Gladbeck gearbeitet, wo er eigentlich fast nur auf Schalke-Fans trifft, ja. Also, da nimmt man sich mal schön lustig hoch. In dem Rahmen ist es auch absolut in Ordnung. Es gehört auch dazu, dass man sich schön nach dem Derby frotzeln darf oder auch mal einen doofen genau, du Zecke. Darf. Und das ist ja in Ordnung. Aber alles, was darüber hinausgeht, was schon Richtung Volksverhetzung, Gewalt, richtig böse Anpöbeln geht und so weiter, halte ich einfach, es hat mit Fußball in dem Moment auch alles nichts mehr zu tun. Wer ist ja dann nur noch Hass? Ja. Eine gesunde Rivalität ist immer, ja, gesund, sagt ja der Name schon. Aber um von Schalke Dortmund, wo ich noch sage, das ist noch im gelben Bereich. Ich weiß nicht, inwieweit ihr im Norden bewandert seid, aber St. Pauli Rostock. Rostock ist etwas, was sehr hart ist. Also da kann man schon mal sprichwörtlich den Kopf verlieren. Da trifft nicht nur Fan-Rivalität auf Fan-Rivalität, da trifft halt auch ein rechtes Lager auf ein linkes Lager. Ja, das ist ganz extrem, ja. Ich weiß das. Ich bin einmal da reingeraten, muss man tatsächlich sagen, ich bin einfach in der Stadt gewesen, in Hamburg, und habe erst, als ich denn Feldstraße, also U-Bahnhof Feldstraße, das ist da, wo das Heiligen Geist fällt, beziehungsweise das Millerntor ist, erst da, als da die Hansa-Fans eingestiegen sind, habe ich da gesessen und habe gedacht, verdammt. Also, ich habe ein anderes Wort benutzt, aber es war das ungefähr dasselbe, so unter dem Motto, verdammt, falscher Tag. Und es wurde auch noch heftig, also ich bin mit der U-Bahn recht schnell wieder raus aus der Stadt rausgekommen, aber ich habe später gehört, wie heftig es abgegangen ist. Die haben teilweise ganze Stadtviertel verwüstet. Okay. Und da kommt es jetzt noch dazu, dass die sich ja nicht gegenseitig auf die Schnauze hauen, sondern dass die Beamte, also die Polizisten, und was ich viel schlimmer finde, dass die teilweise halt sämtliche Läden, Einzelhandelsketten und weiß der Geier was, zerlegen und kaputt machen, wo ich mir einfach sage, was haben die damit zu tun? Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, wo seid ihr, Leute? Da schäme ich mich auch für Dortmund-Fan zu sein. Wir sind Richtung Bialstock unterwegs noch. Sag ich auch ganz ehrlich, also wenn ich das vor 2 Jahren gelesen habe, auf dem Weg, was ich, wohin, dass in Duisburg da eine Tankstelle und das war ein Fanbus vom Borussia ausgeraubt haben, Bullenwagen. Da kommt eine rote Schienen öffnen, die im Schrank öffnen. Ja, und all so Müll mir hab durchlesen müssen, auch in unserer Dortmunder Tageszeitung. Ich meine, das ist eins das Gute. Die nehmen doch kein Blatt vom Mund, die schreiben das ja auch alles und ja, also was ich mir da teilweise durchlesen musste, was dann wieder unsere lieben angeblichen Fans alles wieder auswärts getrieben haben, da muss ich mich ja auch fragen. Ey Leute, das hat dann definitiv nichts mehr Fußball zu tun. Ja, aber da kommt auch wieder das Thema, es gibt Politiker, die das für sich nutzen. Ja, klar. Von bestimmten Parteien, um diese Hasswelle zu ihrem Vorteil umzuwandeln. Um dann gegen, da sind wir wieder bei unserem normalen Thema, um das gegen Flüchtlinge, Ausländer etc. einzusetzen. Ja, da gebe ich dir auch vollkommen recht, ja. Das sind leider häufig gerne, also ist zumindest mein Gefühl, unsere bayerischen Politiker. Nee, ja, wobei da musst du aufpassen. Also, ich habe eine, muss ich sagen, eine neue Lieblingspartei, Entschuldigung, ich benutze gerade Satire, und zwar meine liebe AfD. Ja, diese Partei hat sich aus einem, also der gute Herr Lucke ist ein Ökonom, muss man sagen. Der hat eigentlich mit dem rechten Gesinde seiner ehemaligen Partei nicht viel zu tun. Der hat einfach gelernt sozusagen, dass der Euro, die Europäische Union und so eigentlich was Schlechtes ist. Es geht übrigens links weiter. Scania-Bäume zu tanken. Ja, und dann
kommt jetzt auch gleich das die Tankstelle. Mit der Tankstelle gefällt mir gerade gut. Ich muss mal kurz wohin. Ich muss gut, auch mal. Dann machen wir da eine Pause. Weil das passt. Ich muss mir auch eben kurz tanken. Oh ja, das. Und. Und um jetzt nochmal ne, auf die zurzeitige Entwicklung der AfD, ne? Ja. Jetzt haben sie sich zersplittet, jetzt hat der Herr Lucke seine Alpha-Partei da gegründet. Zur Hölle! Ich hatte gedacht, ich passe da durch, jetzt. Das hätte ich jetzt gerne gesehen. Das ja. Hättest du nicht gerne. Lässt du mich bitte raus? Lass mich einfach stehen. Meine Herren, ey. Ja, wir sind ein paar Fahrzeuge mehr. Ich stell mich mal einfach hier rechts auf die Straße, ne? Ich stell mich natürlich ganz hinten hin und... Sicher bitte ab. Da warne.